Schon einmal ist den deutschen Banken mit Steuergeldern unter die Arme gegriffen worden. Jetzt hat der Bundestag die Staatshilfen neu aufgelegt. Gegen die Stimmen der Opposition beschloss der Bundestag, den Bankenrettungsfonds SOFIN zu reaktivieren. Insgesamt stehen 480 Milliarden Euro für Garantien und Kredite bereit. Die Regierung geht davon aus, dass die Banken das Angebot gar nicht in Anspruch nehmen müssen. Die Opposition bezweifelt das. Noch einmal Milliarden für deutsche Banken. Nicht schön, aber notwendig, meint Wolfgang Schäuble. Notwendig, ja, meint auch die SPD und stimmt dennoch dem Gesetz nicht zu. Wer zahlt eigentlich die Zeche, wenn es zu einem Ausfall kommt, wo Sie sagen, und hier beschließen werden heute, das zahlt der allgemeine Steuerzahler. Und das, meine Damen und Herren, halten wir für nicht vertretbar. Der Rettungsschirm hat einen Umfang von 480 Milliarden Euro. Davon sind 400 Milliarden Garantien. 80 Milliarden Euro sind für Kredite vorgesehen. Allerdings ist davon zunächst nur ein gutes Viertel frei verfügbar. Das neue Gesetz sei besser als das alte, argumentiert die Bundesregierung. Nun dürfe beispielsweise die Bankenaufsicht frühzeitig intervenieren, nicht erst, wenn eine Pleite drohe. Ohne dieses Gesetz hätte die nationale Bankenaufsicht nicht die Möglichkeit, ein Institut zu zwingen, das notwendige Kapital vorzusehen. Die Linkspartei ist grundsätzlich gegen die Bankenrettung. Allein in die Commerzbank habe der Bund schon 18 Milliarden gepumpt, ohne Zinsen, ohne Mitspracherechte. Ich kann mir wirklich keinen privaten Investor vorstellen, der zu solchen Harakiri-Konditionen Geld zur Verfügung stellen würde. Bis Ende des Jahres können Institute Anträge auf Hilfen stellen. Für den Finanzminister bleibt das Angebot aber eine reine Vorsichtsmaßnahme. Dass es jemand braucht, hält er für unwahrscheinlich.